Freunde, herzlich willkommen. Jetzt heute Teil 2. Thema, es war 2020. Ihr habt den Video hoffentlich angeschaut. Ansonsten schaut euch an, gibt es auch nochmal bei den IGTVs. Gibt es noch ein Video, das Thema Bewegung, das Thema Ernährung, wenn ihr 2020 euch vorgenommen habt, was zu ändern, was man da am besten dafür tut, damit es funktioniert. Denn bei den meisten Menschen funktionieren die Vorhaben nicht. Sie kommen zwar anfänglich in die Umsetzung, aber irgendwann ist es zum Scheitern verurteilt, weil gewisse Faktoren nicht berücksichtigt wurden, wie eine entsprechende gutes Zeitmanagement, eine Planung. Und das bin ich jetzt bei Teil 2. Teil 1 war Ernährung und Bewegung. Und jetzt kommt was Wichtiges. Teil 2, 2020, Teil 2. Und das ist... Erstens, das Thema Schlaf. Viele Menschen leiden zwischenzeitlich unter einem sogenannten Social Jetlag. Menschen schlafen im Moment einfach im Durchschnitt viel zu wenig. Viele Menschen sind gerade mal im Durchschnitt bei 6 Stunden, manche sogar unter 6 Stunden. Warum? Weshalb Social Jetlag? Weil natürlich gewisse Verpflichtungen da sind, aber selbst aufeinander Verpflichtungen wie abends noch weggehen mit Freunden, dann noch im Handy nochmal Facebook eine Stunde lang abends oder Instagram oder YouTube oder Fernseh gucken. Und dazu ist es so, dass natürlich der Zeitfaktor, wo man sich mit solchen Dingen beschäftigt, so groß ist und man vergisst, dass der Körper Schlaf braucht, guten, tiefen, regenerativen Schlaf für den Geist und für den Körper. Und da ist es wichtig, wenn Menschen sich mit diesem Thema beschäftigen, auch wieder die berühmte Frage, die mit W anfängt, erstmal klären, warum? Fragezeichen. Warum sollte man regelmäßig mindestens 7 Stunden schlafen? Oder auch 8 Stunden? Was ist da ein Warum? Ganz einfach. Wer? Ich gebe euch noch einen Tipp, dass wenn das Warum klärt, denkt mal drüber nach. Schlaf, schaut mal, Prioritätsliste. Wenn wir nicht atmen, wenn wir keinen Herzschlag haben, ist Feierabend. Ne? So, dann kommt die Nummer 2 auf der Prioritätsliste. Trinken. Nach 3 Tagen vergiften wir uns. Und da werden wir auch immer das Zeitliche segnen. Dann kommt nach 5 bis 6 Tagen nicht schlafen. Ja, da wird es eng. Die haben Tests gemacht mit Ratten und da sind die Ratten nach 6 Tagen gestorben. Menschen haben sie nicht getestet. Menschen, die führt es übrigens aus. Wir kriegen Herzrhythmusstörungen. Wir kriegen Wahnvorstellungen, wenn wir nicht schlafen. Also das ist auf der Prioritätsliste. Erstmal Herzschlag und Atmung, dann kommt Wasser und dann kommt schon der Schlaf. Also das Warum klären. Warum ist der Schlaf eigentlich wichtig? Warum? Wer regelmäßig gesund und tief schläft, der ist am nächsten Tag viel leistungsfähiger. Wer regelmäßig tief und gesund schläft, der ist am nächsten Tag geduldiger, der ist am nächsten Tag erfolgreicher, der ist am nächsten Tag leistungsfähiger. Es wirkt sich komplett auf alle Bereiche des Lebens aus, wenn jemand regelmäßig gesund schläft. Deswegen auch hier das Warum klären, was ich ja gerade schon angetriggert habe, angeteasert habe. Das Warum. Das nächste ist zum Thema Schlaf. Auch mal drüber nachzudenken, ja, wann soll ich überhaupt ins Bett gehen? So dem Körper einen Rhythmus geben. Warum gibt es denn eigentlich einen Biorhythmus? Einen menschlichen Biorhythmus. Warum hat die Natur einen Biorhythmus erfunden? Warum hat draußen die Natur einen Rhythmus, der immer mehr durcheinander kommt, der Rhythmus? Da kann man sich mal viele Gedanken drüber machen. Warum gibt es eigentlich so einen Rhythmus? Und deswegen ist es auch ganz gut, Mann, auch wieder eine W-Frage. Wann sollte ich schlafen gehen, um eben eine gewisse Zeit zu haben? Viele Menschen, die leben in den Tag hinein und dann gibt es abends noch einen YouTube-Film, da gibt es noch eine Serie. Oh, shit, es ist schon 12:30 und ich muss aber um 17:30 raus. Fuck, ja egal. Wird eh schon irgendwie gehen. Auch mal klären, wann sollte ich ins Bett gehen, ungefähr plus minus 1/2 Stunde, hoch oder runter. So dass ich ausreichend Schlaf habe, auch das Wann unbedingt klären. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, Menschen, die einen schönen, regelmäßigen Rhythmus, Schlafrhythmus haben, die haben oftmals viel mehr Erfolg.
Diese Menschen sind wesentlich gesünder. Ja, es gibt auch Menschen, die brauchen keinen Rhythmus, aber das sind die allerwenigsten. Und die meisten Menschen brauchen einen Rhythmus, so wie der Biorhythmus. Der menschliche Organismus braucht auch einen guten Biorhythmus, damit er funktioniert. Die Natur braucht auch einen Rhythmus. Tag, Nacht, Sommer, Herbst, Winter, Frühling gibt es auch einen Rhythmus. Deswegen, Freunde, zum Thema Schlaf auch das Wann klären. Das Wo? Das Wo zum Thema Schlaf kann man auch klären. Am besten ist natürlich, wenn wir schlafen, dass wir natürlich eine angenehme Schlafumgebung haben. Das Wo können wir aber ruhig reinschreiben. Warum das Wo reinschreiben? Weil es ganz wichtig ist, dass wir nicht vom Fernseher einschlafen, sondern vom Sofa. Denn das Sofa ist keine gute Schlafstätte. Ein schönes, tolles Bett in einem schönen Schlafzimmer, denn nicht vergessen, wir verbringen fast ein Drittel unseres Lebens im Schlafzimmer. Da sollten wir eben ein schönes Bett haben, ein gutes Bett haben, eine gute Matratze haben, gute Luft haben, eine gute Atmosphäre, kein WLAN, kein Handy, keine Funkstrahlen, so dunkel wie möglich und so leise wie möglich. Das sorgt für einen hervorragenden Schlaf. Auch hier ganz klar, wer einen Plan hat, wer weiß, was er tut, hat eine viel größere Erfolgschance, einen guten, tiefen, regenerativen Schlaf zu haben, um sich maximal körperlich und vor allem geistig zu erholen. So, machen wir einen Strich drunter. Da haben wir noch was, und zwar das Thema 8-Samkeit, Freunde. Das Thema 8-Samkeit. Im Moment ist es so, dass immer mehr Menschen nach Ruhe suchen. Warum nach Ruhe suchen? Schaut mal, draußen auf der Straße, in der Stadt, während der Arbeit, ist die ganze Aufmerksamkeit, sämtliche Sinnesorgane, die Nase, das Gehör, die Augen, die Haut, es ist alles unter Beschuss. Und deswegen suchen viele Menschen schon freiwillig nach Ruhezeiten, nach Achtsamkeitszeiten. Nur viele wissen gar nicht, wie sie es am besten anstellen sollen. Was ist überhaupt Achtsamkeitstraining? Achtsamkeitstraining ist nichts anderes, wie durch verschiedene Maßnahmen, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, sich im Hier und Jetzt zu befinden. Dafür zu sorgen, dass unser Geist für eine gewisse Zeit am Hier und Jetzt ist und dass wir in einer so natürlich wie möglichen Umgebung sind. Also Achtsamkeit, Achtsamkeitstraining, Achtsamkeit, Ruhephasen, Unitaszeiten des Gehirns. Schaut mal, zwischenzeitlich gibt es Kliniken. Das heißt, wir müssen Menschen schon zum Teil 4-6 Wochen wegbringen, aussperren, das Handy wegnehmen, in Kliniken bringen, wo ringsherum nichts ist, weil sie Ruhe brauchen, weil sie selber nicht mehr zur Ruhe kommen, weil der Geist völlig überlastet ist, zum Teil auch mit körperlichen Beschwerden, Burnout, mit anschließenden Depressionen, Überlastungssymptome, innere Unruhe, Aggressivität, Depressivität. All diese Dinge fallen und stehen natürlich auch, natürlich mit Schlaf, aber auch mit der Achtsamkeit. So mal dafür zu sorgen, dass wir eine gewisse Zeit lang Ruhe finden. Achtsamkeitstraining ist Meditation. Achtsamkeitstraining ist Tiefenentspannung, sind Atemübungen, sind Waldspaziergänge. Dafür zu sorgen, dass der Mensch sich mal wieder in seinem ursprünglichen Verhalten wiederfindet. Denn der Mensch, unsere Gene, die sind diese ständigen Lärm, diese ständige Konfrontation mit Lichtsignalen, mit Gerüchen, nicht gewappnet. Dafür sind sie nicht ausgelegt. Die Evolution hatte Jahrtausende gebraucht, um sich an gewisse Dinge anzupassen. Jetzt haben wir in den letzten 150 Jahren einen Riesensprung gemacht. Und genau das ist das, was dafür sorgt, dass viele Menschen dadurch Probleme bekommen. Und deswegen Achtsamkeitstraining macht Sinn. Und dazu auch natürlich hier das Warum klären. Kennt ihr schon? Das Warum sollte so sein, um leistungsfähiger zu sein. Warum sollte es so sein, um dafür zu sorgen, dass wir eben nicht irgendwann mal zwangsmäßig aus dem Verkehr gezogen werden. Das ist ein ganz starkes Warum. Wo kann man klären? Wo soll ich mein Achtsamkeitstraining machen? Wie lange soll ich mein Achtsamkeitstraining machen? Alles Faktoren, die geklärt sein sollten, um letztendlich langfristigen Erfolg mit dem Vorhaben zu haben. Ansonsten ist es tatsächlich so, ist es von vornherein zum Scheitern verurteilt, wie viele Dinge, die im 1., 2. Januar, 7. Januar begonnen werden. Schaut drauf, dass ihr einen Plan habt, wenn ihr Hilfe braucht. Ihr kennt jetzt jemanden, dann könnt ihr fragen. Ich wünsche euch bei eurem Vorhaben ganz viel Spaß.